Hallo? Hi. Hi. Ist dir hier eine nette Single-Runde, nehme ich an, oder? Also du bist auf jeden Fall Single, ne? Du strahlst. Na klar, was denn? Strahlst das Single-Gehen aus. Ach so, Genau. ja. Dann machen wir alle mal so einen Pärchenabend. Ihr bringt. Was Ja. macht ihr denn später? Weil wir gehen in die Karambabar wahrscheinlich. Also, ich melde mich eventuell nachher. Ja, Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dazukommen. okay. Mein Name ist Eugen, ich bin professioneller Flirt- und Dating-Coach. Im folgenden Video siehst du, wie ich auf eine Fünfergruppe von Frauen zugehe, hier im Grunde genommen in die Runde reinplatze, hier ins Gespräch komme und mit einer der Frauen Handynummern switche. Das Wichtigste im Vorfeld natürlich, falls du noch Schwierigkeiten hast, auf Frauen zuzugehen, da irgendwo besser werden willst mit Frauen oder vielleicht auch gar Frauengruppen ansprechen willst, dann bewirb dich hier unter dem Video auf den Link fürs kostenlose Beratungsgespräch. Ich rufe dich an, schau mir ganz genau deine individuelle Situation an und wir werden da schauen, wie du besser wirst und da aufs nächste Level kommst. Und jetzt erstmal viel Spaß im Video. Hallo? Hi. Ich würde mich hier mal reinschleichen so ein bisschen. Weil es sieht gerade nach Brunch aus. Ihr seid schon fertig? Nein, kurzum, ich wollte auch direkt weiter. Ist hier eine nette Single-Runde, nehme ich an, oder? Teils. Weißt du, soll man eine Abstimmung machen? Nein, Spaß. Also du bist auf jeden Fall Single, ne? Du strahlst. Na klar, was denn? Ja. Strahlst das Single-Gehen aus. Ach so. Du siehst hier, wie ich auf eine Fünfergruppe von Frauen zugehe. Das heißt auch direkt sage, hey, ihr seid hier gerade im Brunchen, sieht super gemütlich aus. Da platze ich einfach mal in die Runde. Das heißt, ich sage genau das, was ich auch mache, um den Druck hier ein bisschen rauszunehmen. Der zweite wichtige Satz von mir ist natürlich, ich sage auch direkt, hey, sieht gemütlich aus, ist ja eine klasse, spannende Single-Runde hier. Das heißt, warum ich das mache und warum du das auch machen sollst, wenn du auf Frauen zugehst, ist, da du anhand der Reaktion eben auch siehst, wer denn Single ist und wer nicht. Das kann sein, du, keine Ahnung, sprichst jetzt drei, vier Frauen an in einer Gruppe, fokussierst dich auf eine und hoffst natürlich, dass sie Single ist und kann sein, dass sie irgendwo ausstrahlt, vielleicht super freundlich und super nett und super offen ist. Du denkst ja klar, die muss Single sein und am Ende heißt es du, sorry, ich habe einen Freund, meine anderen zwei, drei Mädels wären Single gewesen, aber war schön mit dir, ciao. Deswegen ist es wichtig, sag das gerne, muss natürlich nicht dieser auswendig gelernte Spruch sein. Ich sag dir zum Beispiel oft, hey, scheint eine super Single-Runde zu sein, ist ja interessant, was macht ihr hier, was unterhaltet ihr euch? Und anhand der Reaktion siehst du dann, hä, wieso Single-Runde? Nee, ich habe einen Freund. Oder, naja, Single sind wir nicht alle. Oder ja, voll erwischt. Wie auch immer, anhand der Reaktion siehst du eben, wer Single ist und wer nicht. Und das ist wichtig, damit du dich dann sozusagen fokussieren kannst oder eben deinen Fokus auf eine bestimmte Person setzen kannst. Genau. Also ich setze mich noch kurz und mache mich auch gleich wieder weiter. So, Eugen, hi. Wer bist du? Ja. Gut zum dass er dann noch hier wieder... Peperonis essen könnt, ja, und Radler. Ich würde sagen, wir switchen Handynummern, wir schreiben uns und dann koordinieren wir das irgendwie. Ja. Du hast doch jemanden gesucht, oder? Ja, siehst du? Kommt ja. Das ist. Das, wen hast du denn gesucht erstmal? Wir müssen gucken, ob ich ins Profil passe, ja? Na, machst da keine Abstriche, ne? Finde ich gut. So. Na, hi, Eugen, freut mich. In die Runde. Gleich mal die Best Friends kennengelernt. Genau. Ja, perfekt. Könnt ihr nachher abstimmen. Überrumpelt. Ja, ach, das, ja. Schieß mal gerne los. In der Runde. Kannst du mir ja einfach deine Nummer geben. Und die Idee kam ja von mir. Ach so. Das heißt, das ist ja dann Fair Play. Muss man dazu sagen. Neutral. Das heißt, ich schreibe dir per WhatsApp, wenn du Bock hast, schreibst du zurück. Und wenn nicht, dann nicht. Okay, dann machen wir Oder? Ja. Dann machen wir alle mal so einen Pärchenabend. Ihr bringt... Also, schieß gerne los. So, beziehungsweise, ja, genau. Ich glaube, das ist einfacher. Hi, Eugen, wie heißt du denn? Und? Und, warte, hi. Wie? Und, du bist raus. Nicht mal die Hand geben? Na komm. Freut mich. Ja, ist ja eine nette Runde. Und hier siehst du, ich setze mich einfach dazu, das heißt, ich bin da nicht so zögerlich und darf ich mich setzen oder stört euch das, sondern ich setze mich einfach dazu und mache es mir bequem. Und ich fokussiere mich natürlich auf die eine Person, weil eben ich das Feedback auch bekommen habe von ihrer Freundin, die dann gesagt hat, ach ja, du suchst doch übrigens jemanden, das trifft sich gut und wie auch immer. Das heißt, dann weiß ich, okay, sie wird Single sein und wie gesagt, gib ihr hier meine volle Aufmerksamkeit. Das heißt, ich stelle mich kurz vor, sag auch hier erstmal Hallo in die Runde und sag auch direkt, super, ich will euch gar nicht lang stören, dass sie eben wissen, ich will jetzt nicht Stunde irgendwie nicht da sitzen und mich in ihre Gespräche da irgendwie einmischen, sondern ich bin wahrscheinlich gleich wieder weg. Das heißt, was ich eigentlich will, ist, lass uns kurz Handynummern switchen.
während sie da überlegt und hier auch wichtig auch sagt, ach ja, nee, gib mir lieber deine, das entkräfte ich, indem ich sage, schau mal, ich habe dich angesprochen, die Idee kam von mir, also fair play, das heißt, gib du mir deine Handynummer. Hier, wie gesagt, wichtig, das ist ein kleiner Test, indem sie sagt, nee, gib mir deine, so nach dem Motto, mal gucken, ob ich mich dann melde und ich will es natürlich selbst gerne in der Hand haben, deswegen sage ich, ja, verstehe ich, aber die Idee kam von mir, daher fair play, gib mir deine Handynummer und ich schau mal, ob ich mich dann abends melde. Während sie mir die Handynummer eintippt, stelle ich mich auch bei den anderen Mädels vor und du hast immer eine Miesmuschel, die dann versucht ein bisschen, was will denn der jetzt hier, wie die Letzte, die mir die Hand nicht mal geben will, dann sage ich, du, lass mich da nicht irgendwie entmutigen, sondern sag, schau mal, nicht mal die Hand geben, sie gibt sie mir dann, das ist ja auch völlig in Ordnung. Du hast eine hier, du warst in den Staaten, oder wie? Ja. Plus, ach so, nein, warte mal. Dann haben wir zweimal eine Null vorgewählt, weil das natürlich die Vorwahl aus den Staaten. Nee. Ich auch gerade ein bisschen gewundert. 0, 1, so, oder? Müsste stimmen? Ja. Okay. So. Ja, das ist ja... Top dann. Viel Spaß. Top. Ja, euch auch. Bei dem, was ihr so... Ja, war doch ein schneller, kleiner Aufenthalt. Kurzer Rast. Ja. Was macht ihr denn später? Weil wir gehen die Karambaba wahrscheinlich. Wir also, ein paar gute Freunde von mir. Gespannt. Auch ein paar Singles. So nur in die Runde, ne? Ich schau mal hier in deine Richtung. Yes. Hast du schon gesagt, die Weibchen genau verstanden? Bitte? Ja, ja. Also, ich melde mich eventuell nachher. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr dazukommen. Okay. Bis dann. Danke. Ciao. Danach speichere ich die Handynummer, sehe ich einfach, ey, das sind zwei Nullen und eben 001 ist die Vorwahl der Staaten. Bin ein bisschen verwundert, aber wahrscheinlich bin ich da einfach selbst auf eine Null zu viel gekommen und habe da ein bisschen irgendwo für Verwirrung gesorgt, aber das ist auch halb so wild. Ich stehe dann noch auf und sag, schau mal, viel Spaß euch erstmal. Und eben der Grund, warum ich mich, oder beziehungsweise warum ich mich da hingesetzt habe, warum ich sie auch angesprochen habe, ist ja, dass ich was mit ihr machen will. Und das sage ich auch am Ende und sag, schau mal, wir wollen heute Abend noch ein bisschen feiern gehen und noch mit ein paar Freunden was trinken gehen in eine Bar. Übrigens, ich habe Freunde, die Single sind. Das heißt auch hier in die anderen Singles, dass ich die ein bisschen mit einbeziehe. Die lachen dann wieder, sagen, ja, super, irgendwo, finden es halt humorvoll und verabschieden mich dann letzten Endes. Du siehst in dem Video, dass es möglich ist, ganz entspannt auf 4 oder 5er Gruppen von Frauen zuzugehen, da ins Gespräch zu kommen und ganz entspannt die Handynummer zu bekommen. Falls du das auch lernen möchtest oder noch gewisse Schwierigkeiten hast, auf Frauen zuzugehen, vielleicht einfach besser werden willst mit Frauen, dann bewirb dich hier unter dem Video auf den Link fürs kostenlose Beratungsgespräch, füll das Formular aus, ich schaue mir das Formular an, ruf dich an, wir gehen ins Gespräch, das heißt, wir werden da gemeinsam mit dir eine Lösung finden, wie du den Umgang mit Frauen meistern kannst. Also, du weißt, was zu tun ist, abonniere meinen Kanal, Daumen hoch, füll das Formular aus und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und jetzt los, sprich sie an.